Guten Morgen, Mittwoch und fast fertig. Ich erzähle euch eben, was ich gemacht habe. Das ist mein Ärmel. Und mein Ärmel habe ich ja schon gesagt, wie viele Maschen ich aufgeschlagen habe und das Muster erweitert habe von einer linken, drei linke, fünf linke, so dass wir wieder das Muster komplett haben. Dann hatte ich ja 43 gebraucht und habe das Ganze so zugenommen, dass ich komplette Mustersätze hier oben habe. Habe alles zusammen auf einer Nadel. Die Mitte von meinem Vorder- und Rückenteil waren einmal 81 Maschen und hinten waren es 82 Maschen. Das sind zusammen 163. Dann meine Armmaschen. Ich brauche 270 Maschen, brauchte ich, so dass meine Rapporte, sagt man, glaube ich, oder Rapports, keine Ahnung, 15 Mal reinpassen. Und hier seht ihr das, da habe ich sofort die 18 Maschen. 18 Maschen ist der eigentliche Rapport. Und mit den Linksmaschen kann ich ja nun variieren. Das heißt, ich habe den ersten Rapport kurz, bevor ich den geendet habe, eine Abnahme gemacht. Habe von 5 auf 4. Nach 4 Reihen habe ich wieder eine Abnahme gemacht, so dass meine Linksmaschen 3 Maschen ergeben. Nun merke ich aber nach der Anprobe, ich habe noch zu viele Maschen. Es passt alles super, super gut. Aber ich habe noch zu viele Maschen und habe gedacht, ich muss jetzt noch mehr Abnahmen machen. Wie bekomme ich das hin? Und da fiel mir was ein, was ich machen werde. Dazu nehme ich euch einmal mit. So, ich drehe euch ein bisschen runter. Runter, runter, runter. Ich sage dann mal und tschüss. So, ich habe ja hier meine Spitze. Da muss ich jetzt noch einmal rüber. Und hier ergeben sich ja immer die neuen Reihen und das neue Rapport. Und das werde ich jetzt ein bisschen abändern, aber nur ein ganz kleines bisschen. Hier drin, hier zwischen habe ich noch drei linke. Die werde ich dann nach vier Reihen, wenn ich diese Abnahme jetzt gemacht habe, die ich euch jetzt zeigen werde, dann nach der Abnahme gehen wir ja noch einmal rüber und stricken die Umschläge. Das ist ja die Leerrunde. Also es sollten ungefähr immer 4 Reihen bis 6 Reihen dazwischen liegen. So, jetzt kommt's. Jetzt müsste ich ja hier mit einer Masche rechts anfangen, einen Umschlag machen und 4 rechte Maschen und die Mittel 3 zusammenstricken. Ich werde keinen Umschlag machen. Ich werde einfach über den Rapport drüber gehen. 1, 2, 3, 4, 5 Maschen werde ich stricken. Und jetzt gehe ich noch einmal hin und mache meine Spitze. Das heißt, ich nehme 2 ab, stricke eine und die beiden drüber ziehen. So habe ich 2 Maschen weniger. Und die Abnahme finde ich richtig gut. Da kam ich eben so drauf, das kann ich machen. So, dann stricke ich alle Maschen wieder zu Ende. Dann stricke ich meine 3 linken Maschen. Jetzt stricke ich ohne Umschlag alle Rapports, so wie ich diesen mache. Einstricke, zweite rechts, dritte rechts, vierte rechts, fünf rechts. Keine Umschläge, nix.
Nur eine Abnahme. Zwei abheben, eine rechts stricken und die beiden drüber ziehen. Wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann, wenn ich nächste Mal einmal drum zu bin, dann habe ich automatisch ja 30 Maschen weniger. Und das ist für eine Rundpasse angebracht. Das ist nicht zu wenig. Ich muss ja sehen, dass ich hier oben am Hals, ich bin nämlich jetzt ungefähr hier, dass ich das enger bekomme. Und was ich jetzt hier gemacht habe, das werde ich auch mit meinen linken Maschen machen. Zwei linke abheben, eine linke stricken und die beiden da drüber ziehen. Somit habe ich hier nur noch eine Masche links. Dann werde ich ja jetzt gleich auch ein neues Muster wieder anfangen. Ich drehe euch wieder hoch. Ups, Entschuldigung, mein Daumen solltet ihr nicht sehen. Hoch. Dumm-di-dumm-di-dumm. So. Und dann werde ich, jetzt habe ich ja 30 Maschen weniger. Das heißt, ich habe schon zwei Abnahmen gemacht. Also habe ich erst 30 Maschen weniger. Einmal 15 und nochmal 15 sind 30. 270, dann habe ich nur noch 240. Jetzt nehme ich ja 30 ab, dann habe ich nur noch 210. Dann stricke ich ja vier Runden drüber, nehme wieder 30 ab, dann habe ich nur noch 180. 180 sind mir ja noch viel zu viel. Das heißt, ich muss noch, wenn ich 180 Maschen habe, hier oben, wenn ich kein Muster da mehr einarbeiten kann, dann werde ich das letzte Stück nur rechte Maschen stricken, weil da passt dann bestimmt irgendwann kein Rapport mehr rein. Ich möchte auch hier unterm Arm 20, 22 cm erreichen. Ich habe aber nur noch ein Knäuelgarn und den Rest. Also von daher muss das jetzt zügig nach oben gehen. Ich hoffe, mir gelingt das Ganze. Ihr werdet es sehen. Spätestens heute Abend habe ich das fertig. Dann kommt ein Tragefoto. Wenn keins kommt, dann hat das nicht geklappt. Dann rippel ich alles wieder auf. Aber ich bin immer guter Hoffnung, guter Dinge. Ich sehe das Ganze ja sehr positiv und das klappt schon. Ich habe nur jetzt noch echt viel Maschen, die ich aber brauche. Ich bin hier oben ja nicht schmal, bin breit und von daher brauche ich diese Maschen, die ich drauf habe. Sonst hätte ich schon viel eher mir was einfallen lassen mit der Abnahme. Ich will euch dann nur mit sagen, immer wenn man was anprobiert, wenn Vorder-, wenn Rückenteil passt, dann ist das mit der Rundpasse ganz, ganz einfach. Weil man kann ja immer in den Runden abnehmen und bis auch bis 30 Stück. Von 8 bis 30. Ich glaube, bei Größe, so wie jetzt bei Bettina, die hat ja Größe 46, dürfen es auch ruhig mal 50 Maschen sein. 50 Maschen auf einmal, ich hätte es nie gedacht, aber so ist das mit der Rundpasse. Also traut euch dran, auch jetzt von unten, da war es überhaupt nicht schwer, die Arme, deswegen brauchte ich euch da auch nicht mitnehmen. Da gibt es nichts zum Mitnehmen. Der Arm kommt hier unten an, einfach rein und weiter stricken. Da bin ich allerdings sechsmal drüber, damit es hier nicht so löcherig ist und ich das gut zusammenarbeiten kann und nicht so stramm auf der Nadel war, bin ich da einfach, bevor ich meine Rapports eingearbeitet habe, fünfmal rechts rübergegangen. So, das war's auch.
Es ist früh am Morgen, es ist erst 9:30 in Deutschland, stimmt nicht, hier ist das erst 7:30. Aber Bettina und ich, wir sitzen hier schon über eine Stunde, wir sind beides Frühaufsteher und hier scheint schon wieder mächtig die Sonne. Ich kann euch das hier mal zeigen, richtig schön. Ich hoffe, ihr fallt nicht runter. Meine Blumen sind nicht mehr so schön. Da muss ich heute auch noch ein bisschen was machen, denn heute ist Mittwoch. Ich kriege die Hütte voll. Die Ute kommt ganz aufs Leer. Die kommt immer, wenn Bettina hier ist. Kommt auch so, aber wenn Bettina hier ist, nimmt sie sich extra Urlaub, extra frei. Sie fährt 100 Kilometer. Das ist natürlich schon echt eine Wertschätzung. Ich finde das richtig, richtig schön, dass man zum Stricken sich so weit auf den Weg macht. Ja, an euch vielen, vielen lieben Dank für eure Kommentare, fürs Zuhören, für einen Daumen hoch. Weiterhin viel Spaß mit mir. Morgen mache ich mich dann weiter an dem schönen, ist ja kein Rot, ist ja Brombeer. Aber ihr wisst, was ich meine. Dieser musste dazwischendurch flutschen. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüss. Einen habe ich noch. Ich trinke immer den Yogi-Tee. Und mein Spruch heute war: Liebe ist, was du bist. Lieb dich, sei wie du bist. Bleib wie du bist, so wie du bist du gut. Tschüss.